Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Master Builders Challenges. Heute zusammen mit Selbstgespräch und Odin aka Jesus. Hallo. 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 Und wir haben heute eine neue Challenge, nennt sich die Deutsch-Challenge. Und jetzt heißt es, interpretiert das Wort so deutsch wie möglich. Heißt, wenn Angel drankommt, dann bauen wir kein Engel, sondern eine Angel. Das heißt, Moment. Okay, Auto. Wir sollen ein Auto bauen, oder? Ein Auto. Habe ich jetzt Auto. So interpretiert eigentlich. Auto, ja. Auto. Okay, das heißt, rein theoretisch haben wir ja die Challenge schon verloren. Also beziehungsweise die Challenge nicht, aber wir haben bei der Abstimmung verloren. Wollen wir denn untereinander irgendwie eine Challenge machen? Wer von uns dann eine geilere... das beste Auto bauen. Ja, genau, ja, genau. Ich glaube kaum, dass wir so gewinnen werden. Ja, meinst du nicht? Nee, glaube ich irgendwie nicht. Das sollte aber schon... Außer wir bauen vielleicht neben dem Auto noch so ein bisschen Frühling. Eben dran. Stimmt. Du weißt, dass Ort im Herbst ist. Ja, stimmt. Ja, Safi. Das ist natürlich. Oder. Aber es vermutlich hat Safi an Fall gedacht für Herbst und war dementsprechend natürlich vielleicht ein bisschen verwundert, irritiert. Oder ist es Sommer? Nee, das ist Sommer. Ich bin jetzt richtig. Nein, es ist Herbst. Dadurch. Herbst ist okay, richtig. Okay. Ja, ich hab nichts gesagt. Natürlich, Safi. Hättest du mal lieber was gesagt, vielleicht? Hättest, ja. Lerne noch täglich in meinem Englischunterricht. Was habt ihr? Ja, ihr seid ja eh so Deutsch-Spezies, ne? Deswegen, natürlich. Safi, was hast du in der letzten Deutschklausur geschrieben? Pass auf, deine Mutter schaut zu, ne? In Deutsch bin ich tatsächlich ziemlich gut. Ja, das glaube ich dir sogar. Ich hatte zuletzt eine 3 oder eine 2. Ja. Bei 2 minus war es, glaube ich. Eine 2 minus. Eine 2 minus, ja. Und du, Klaus, was hast du geschrieben? Okay, also das ist ja bei mir schon ziemlich lange her. Aber ich habe mich in meinem mündlichen Abi, habe ich ja in Deutsch gehalten, da habe ich 13 Punkte aus 15 bekommen. Nicht schlecht. Ja. Ich habe das Gefühl, ich baue jetzt zu groß. Das war eine peinliche Geschichte, die hatte ich aber mal bei Manu, glaube ich. Ja, bitte erzähl sie, bitte erzähl sie. Okay. Also die war ein bisschen blöd. Ich wollte eigentlich 15 Punkte wegen meines Abischnittes haben. Deine Lehrerin war blöd oder? Nee, ich, ja, so. Die eine Lehrerin auch. Ja. Und ich hatte einen coolen Lehrer, aber da sind ja auch noch andere dabei. Und irgendeiner hat mich dann zum Schluss gefragt, das, was ich interpretiert habe und so, wie ich das denn anhand des Schreibstils belegen könnte. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, weil ich das Buch nie in meinem Leben gelesen habe. Und sehr das gut. War ein bisschen blöd, aber ich konnte ja nicht sagen, keine Ahnung, ich habe das Buch nicht gelesen. Und die hat die Frage auch nur gestellt, weil die das noch unbedingt wissen wollte. Die Zeit war schon lange vorbei, keiner hatte mehr Fragen, nur noch diese eine dumme Kuh. Ja, und ich weiß nicht, ob ich deswegen keine 15 Punkte bekommen habe. Da hat die Lehrerin dich nochmal kurz vor Ende in deiner mündlichen Abschlussprüfung reingeritten, ja? Ja, das ist eine, ja, die ich gar nicht kannte, richtig asozial. Das ist giftig, oder? Also gerade eine Abschlussprüfung. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich durch meine Abschlussprüfung irgendwie durchgemogelt, sondergleichen. Also mir wurde so enorm viel geholfen. Auch nochmal heute liebe Grüße auch vor allem an meine Biologielehrerin, die mich anhand von Beispielen, ja, schau doch mal aus dem Fenster, was sie so, da habe ich mich so durchgemogelt, Alter. Und jetzt hat sich auch mal ganz gehen. Und meine Klassenkameradin, die habe ich vorhin noch im Bus getroffen, die meinte so, oh, ich bin so aufgeregt und ich habe die ganze Nacht gelernt und ich habe halt irgendwie 1000 Nächte lang verschlafen und meinte, ja, ich mach das morgen. Und dann meinte ich irgendwann so, ja, komm, du stellst dir jetzt den Wecker und dann stehst du so um, ja, 2 Uhr nachts auf und dann lernst du richtig, dann gibst du dir richtig Gas irgendwie. Und dann bin ich aufgewacht, irgendwie mittags um 1 und hatte noch 2 Stunden bis zur mündlichen Prüfung und hab mir dann alles irgendwie so dieses Bulimie-Lernen, weißt du, dass man einfach sich alles reinpresst. Und dann habe ich natürlich mein fotografisches Gedächtnis rausgepackt, Alter. Und dann gehe ich da rein, treffe sie halt im Bus und sage, ja, ich habe nur 2 Stunden gelernt und ein schlechtes Gefühl. Und sie so, ja, ich bin nur seit 3 Wochen vorbereitet. Und wer, weißt du, hat im Endeffekt bestanden und wer nicht, Alter? Ja, Birgie McBurgson, Alter. Die war auch sauböse. Ja. Ja. Liebe Grüße übrigens, Steffi. Liebe Grüße, falls du gerade zuschaust. Ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade, was den Herbst angeht, auch ganz gut dabei eigentlich. Ich bin überhaupt nicht gut dabei. Ich war am Anfang was gebaut habe, sieht aus wie ein Stück Kot, ehrlich gesagt. Okay. Also ich habe bisher einfach gar nichts. Einfach absolut gar nichts. Du hast noch kein Auto? Ich habe ein Auto, aber das ist ein nicht sehr gutes Auto. Okay. Mein Auto sieht aus. Das ist bisher einfach nur... Also ich habe was gebaut, habe das abgerissen, weil es zu groß wurde und ich... hatte bisher dann nur die Geräte, dann habe ich es abgerissen, habe neu angefangen und jetzt ist es absolut schlimm. Du musst an dich glauben.
Man muss an der Stelle noch sagen, das ist natürlich ein Disclaimer. Lernt so auf keinen Fall. Macht nein, euch wirklich. Stimmt. Danke, Klaus, dass du es nochmal sagst. Das ist nicht die richtige Art zu lernen. Auch ist ganz, ganz wichtig. Nehmt euch rechtzeitig Zeit, weil ihr habt nicht unendlich Chancen für so eine Abschlussprüfung. Ja. Im Regelfall nur eine. Und wenn ihr die verkackt, dann ärgert ihr euch euer ganzes Leben. Ja, ich meine, das wird einem immer gesagt, aber es stimmt auch wirklich, wenn man es hinter sich hat, also so nicht direkt einen Tag später, aber so ein halbes Jahr später, man oh Gott. Ärgert sich wirklich, dass man oh nicht mehr Gott. Gemacht hat. Ja. So, jetzt mache ich hier noch das. So. Oh Gott. Okay, ey, ich habe ein ganz gutes Gefühl, oh Leute. Ich hoffe, ich werde nicht reported. Ich habe doch nie so etwas Schlimmes gebaut, also absolut noch nie. Ja, ich habe mein Texture Pack so ein bisschen verändert. Sind die Blätter hier gelb? Also hat er da nee, auch die richtigen... die sind grün. Ja, dann ist es aber dann ist es für mich kein das Herbst, ne? Nein, es ist für mich mehr. Okay, der Regen. Du bewertest aber hart. Es hätte auch ein okay sein können. Ich dachte, du hast... Achso. Oh. Okay. Ja. Also das ist ja bestimmt nicht von uns drei. Nein, natürlich nicht. Also das ist ja mal... Ich find, everything is awesome. Ich finde, wir sollten das ausgleichen. Ich gebe es mal ein Gut. Wir gleichen das mal aus. Vielleicht ja, schaffen wir es ja doch noch aus. Oh. Oh. Nee, von mir war es nicht, Safie. Okay, auch keine schlechte Idee. Safi, hast du das gebaut? Tatsächlich nicht, nee. Weil die Idee für hier nicht schlecht. Aber warum ist hier eine Straße, die nicht endet? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, vielleicht die Straße in die Ungewissheit des Herbstes. Ah, ich hab das Laub nicht verstanden. Das war noch voll cool mit dem Laub gemacht. Auf dem Boden. Oh, stimmt, mit dem Teppich. Oh ja. Ja. Was ist das hier? An Drachen soll das sein? Oh, ja. Auch eine schöne Idee. Okay, ja, das ist gut. Hättest du nicht gesagt, dass es ein Drachen ist, hätte ich nur ein Okay gegeben, weil ich es nicht verstanden hatte. Ja. Ich habe Angst, dass meins kommt. Ich habe ganz ehrlich Angst. Ich kann dir versprechen. Ja, okay, das ist. Man hätte wenigstens noch Regen machen können, das ist wirklich nicht besonders. Assoziierst du Regen so mit Herbst? Ist ja eigentlich eher so Aprilwetter, oder? Ich finde, für mich ist Herbst schon Regenwetter. Okay. Also für mich ist... Aber vor allem, wenn du es halt davon abgesehen, wenn du schon nur grüne Bäume nimmst. Bäume. Was ist das? Was sind das hier für Vögel? Hier Vögel. Ist die Sonne. Ah. Oh, das finde ich eine ganz niedliche Idee. Also. Ja, das ist okay. Ja, okay, das ist gut. Ich geb mal ein ganz, ganz knappes Gut. Ich bin in guter Laune heute. Keine. Ja. Das ist Selfie. Ey, also ich finde, das ist super geworden. Ich finde das auch richtig klasse, Selfie. Also dieses Auto, das ist man erkennt die ganzen Details. Ich finde es auch geil, dass du dir für den Bürgersteig mehr Mühe gegeben hast, als für das eigentliche Auto oder für den Herbst. Ja, ich habe den Bürgersteig gebaut schon vorher, als ich das Auto gebaut habe, weil ich davor das Auto gebaut habe und das wieder abgerissen habe. Ja, ist okay, Selfie. Das verstehe ich nicht ganz. Ich hoffe, du gibst dir deine Abschlussprüfung ein bisschen mehr. Ja, aber das ist nicht explodiert. Das stimmt. Ja, weil wir dir gut... Also ich finde die Anordnung des Waldes finde ich halt ganz geil, aber ich sehe da auch nicht so richtig den Herbst. Der toucht mich nicht so. Ja. Oh, das ist eigentlich cool. Ja, das ist so typisch, diese Herbststraße. Das finde ich auch gut. Das finde ich gut. Das ist gut. Ja. Wenn er das noch im Frühling gemacht hätte, gut, dann passt das mit dem Laub nicht, aber dann finde ich das mit dem Herbst noch geiler. Ja, das stimmt. So Valentinstag wäre auch schön, so Pärchen, die so rumgehen. Ja, das stimmt. Oh. Okay. Oh, von wem wird das denn jetzt sein? Das ist ziemlich gut. Wieso denn hier? Das soll so Herbst sein und ja. Finde ich. Also keine Ahnung, warum eine Kuh auf der Straße ist. Das weiß ich auch nicht. Also die Kuh das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, überraschend. Aber es ist lustig, wie alle fragen, K? Ja, aber guck mal, es ist vor allem lustig, wie trotzdem auch viele, obwohl sie nicht unsere Challenge kannten, auch Straßen gebaut haben, genau. Ja. Das finde ich sehr, sehr verblüffend. Übrigens hat die Kuh bei mir den Ausschlag zum Gut gegeben. Danke. Ja, aber dein sah wirklich sehr gut aus, dafür, dass du das in Anführungsstrichen Thema verfehlt hast. Also für unser Thema war es wirklich ziemlich gut. Vor allem die Kuh. Und guck mal, immerhin auf Platz 4. Ich bin letzter, ich bin hinter Selfie. Oh. Was? Was? Bist du jetzt, was ist das? Selfie, bist du beeindruckt oder bist du gekränkt? Ich bin ein bisschen gekränkt, dass sie das nicht, dass sie mein Auto nicht hochgevotet haben. Nicht gewürdigt haben? Ja. Ja, da kriegen wir schon hin. Safi, da musst du... Keine Ahnung, ich kann es nicht gut reden. Leute, ihr wisst, im Zuge der Vorproduktion leider nur eine Runde immer. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Schaut auf jeden Fall auch bei dem lieben Klaus vorbei und beim Safi, beide in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Euch beiden vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und, danke, dass wir dabei sein durften. Immer wieder gern. Bis dahin. Ich bin gerne. Ja? Tschüss. Tschüss. Tschüss.